Hallo und willkommen auf dem Kanal von Miga Caravan aus Dinkelspiel. Heute haben wir mal hier ein kleines Alarmanlagen-Special unter anderem und wir wollen hier mal kurz vorstellen die Titronic-Alarmanlage, die wir übrigens auch aktuell gerade hier in dem Fahrzeug verbauen. Und ich habe euch das ja auch schon mal gezeigt, wie man es verbaut. Aber jetzt geht es eigentlich mehr oder minder mal um die ganzen Komponenten. Zum einen haben wir hier mal die ganzen Gaswarnsysteme. Gas ist natürlich ganz wichtig. Zum einen hat man ja selber Gas an Bord, wo dementsprechend mal ein Leck sein könnte, ausströmen kann. Und hier haben wir ein Alarmsystem, wo dann dementsprechend davon warnt einfach. Da gibt es natürlich auch noch von verschiedenen anderen Herstellern Gaswarner separat, wo man dementsprechend nutzen kann. Wir finden und wir sind großer Verfechter davon, dass man die natürlich immer im Schlafbereich entsprechend installiert, weil die sollen mich ja gerade im Gasbereich schützen, wenn ich schlafe. Und von am Eingang finde ich es jetzt relativ zweckfrei, weil ja, da ist weder der Gaskasten noch, selbst wenn wir von den K.O.-Gasen sprechen wollen, macht es Sinn, wenn ich hinten schlafe und vorne an der Tür schlägt es an. Wenn hinten aber durch die Garage das Gas eingetragen wird, weil da eben der Schlafbereich ist, dann bis das vorne ist, am Gaswarner ankommt, an der Eingangstür, schlafe ich schon tief und fest. Also von dem her sollten unserer Meinung nach und auch von der Firma Titronic ihrer Meinung nach, die immer schön im Schlafbereich verbaut werden. Und ja, das ist dann auch sehr effektiv. Jo, dann haben wir noch die Vibro 3. Die Vibro 3 ist das eigentliche Herzstück der Alarmanlage, kombiniert mit einem Bluetooth-Vernetzungsmodul. Das heißt, ich kann via Bluetooth dann die Alarmanlage grob steuern, anmachen, ausmachen und noch andere nette Features, wo man, wenn man im Fahrzeug sich befindet, die Alarmanlage steuern kann und nicht immer den Schlüssel in die Hand nehmen muss, sondern wenn man das Handy hat, dann kann man das alles dann über Bluetooth steuern. Zusätzlich gibt es dann noch, wenn wir das Vernetzungsmodul angedockt haben, auch noch den Pro Finder. Und der ist ganz maßgeblich für die GPS-Ortung, wo wir da durchführen können. Das heißt, ich kann jederzeit gucken, wo mein Fahrzeug sich befindet. Für die Kill-Funktion, wo man verbauen kann, das heißt das Kill-Relais, dass wenn das Fahrzeug geklaut wird, kriege ich ja über eine SMS eine Benachrichtigung. Und wenn ich jetzt weiß, oh, da ist jetzt wirklich jemand unterwegs, der da nicht unterwegs sein sollte, könnte ich das Fahrzeug sofort stilllegen, sowie das Fahrzeug dann 0 km/h erlangt, an irgendwelche Ampel halten muss, wird sofort durch das Kill-System der Motor abgestellt und wird lahmgelegt. Tolle Funktion. Unter anderem kann ich mir auch Berichte senden lassen und kann die Alarmanlage anschalten, ausschalten, die Zentralverriegelung auslösen und so weiter. Dann haben wir hier die eigentlichen Magnetkontakte, die an den Fenstern und Türen angebracht werden. Eine Funkschleife, wo man E-Bikes oder Fahrräder noch dazu schützen kann. Und natürlich noch eine Funkfernbedienung, die noch dabei ist. Nur zum Beispiel bei der Vipro SafeLock, gerade bei Fiat Ducato, bei den älteren Baujahren, wo wir noch keine regelmäßige Kodierungsänderung auf dem Schlüssel haben, kann man auch die Platine tauschen, macht es natürlich Sinn, weil dann auch die Kodierung für den Schlüssel dementsprechend immer geändert wird und dann kann ich natürlich auch die Alarmanlage mit dem Schlüssel dementsprechend anständig steuern. Da braucht man jetzt nicht unbedingt diese Fernbedienung, zusätzlich ist aber bei als Ersatz. Also das sind, sage ich mal so, die groben Komponenten. Dann gibt es natürlich noch Zusatzsirenen. Das brauchen wir jetzt zum Beispiel hier bei dem Fahrzeug, bei dem Hümer, weil Mercedes Sprinter hier, ein nagelneues, wunderschönes Hümer-Modell. Bei Mercedes Sprinter haben wir die Eigenheit, dass hier die Hupe kein Dauerplus hat. Das heißt, wenn die Hupe kein Dauerplus hat, dann
funktioniert die natürlich nicht, wenn die Zündung aus ist und der Motor nicht läuft. Und somit bauen wir hier eine Zusatzsirene ein, damit die auch entsprechend funktioniert. Das ist aber nur bei Mercedes das Thema. Die haben wir hier, die Sirene, also sprich die Zusatzsirene, die wird dann da unten noch verbaut. Da haben wir jetzt die ganzen Kabel noch durchgeführt. Und jetzt gucken wir mal rein, wie das ausschaut, wenn wir hier alles aufmachen. Ja, da muss man schon vorsichtig arbeiten. Man muss natürlich hier das ganze Steuergerät hier hinten öffnen. Dann muss man hier an der ganzen Elektrik die Plus-Minus-Steuerung, Plus-Minus abnehmen, hier an der Batterie entsprechend und. Und dann natürlich noch die Geräte, Vernetzungsmodul und so weiter montieren. Also das ist hier, sieht man schon ein bisschen ein Aufwand. Aber ja, gut, wenn man es öfter gemacht hat, überhaupt kein Problem. Und dann ist das Auto auch schon wieder safe. So einfach kann man so ein Auto richtig schön sicher machen. Jo, was haben wir hier noch gemacht bei dem Fahrzeug? Wir haben hier, gehen wir mal in dieses Fach, eine schöne 200er Lithium verbaut, wo wir hier sauber schön angedockt haben. Hier haben wir die Batterie. Und ich weiß nicht, ob ihr seht, hier hinten haben wir den Masseverteiler gesetzt. Ist jetzt noch offen, wird natürlich noch alles zugemacht. Hier kommen noch Schutzrohre drüber, der Sicherungshalter wird noch festgeschraubt. Das ist jetzt nur der Zwischenstatus, so wie es jetzt hier gerade aktuell ausschaut. Da wollte ich euch mal mit reingucken lassen. Hier haben wir den Pluspol sauber verarbeitet. Und dann haben wir, wenn wir hier rüber gucken, auf dieser Seite, haben wir hier wieder unseren 1500 Watt Wechselrichter montiert. Schön sauber verstaut, dass er überhaupt nicht stört. Da hinten schön ins Eck rein. Und natürlich hier auf der Seite unseren FI zusätzlich in den Kasten reingemacht. Und hier unsere Netzumschaltung. Netzumschaltung habe ich ja schon ein paar Mal erklärt, damit der Landstrom Vorrang hat. Und alle Steckdosen sauber mit dem Wechselrichter versorgt werden, die hier schon serienmäßig verbaut sind. Dann so kürze das auch, damit der Kunde dementsprechend das sauber bedienen kann und sich an jeder Steckdose mit Strom bedienen kann. Das ist auch ganz wichtig. Und dann haben wir natürlich hier oben auch wieder sauber unser Display verbaut, wie sich das gehört, wo man sauber ein- und ausschalten kann. Das finde ich hier richtig schön gelungen. Schaut schön aus, ist integriert in der ganzen Geschichte. Also richtig toll, hat er wieder gut gemacht, unser Mitarbeiter, muss ich schon sagen. Gefällt mir richtig gut. Tolles Fahrzeug übrigens, gefällt mir auch sehr gut. Machen wir mal größer. Richtig schöner Grundriss, schönes Holz, schön mit Weiß. Also finde ich toll, die Kombination, echt schön. Und was wir jetzt zu guter Letzt hier noch verbauen, das kommt hier noch dazu. Das machen wir dann morgen noch. Hier sehen wir ja wieder überall diese Truma-Ausströmer. Zack, hier ist einer zum Beispiel. Und wupp, da unten ist einer. Ich weiß nicht, ob ihr seht. Ja, genau hier. Da kommen natürlich noch unsere AirTune-Filter rein, die es bei uns auch im Online-Shop gibt. Und mittlerweile muss ich sagen, verbauen wir die fast bei jedem Fahrzeug mit, wenn er schon hier ist, weil das einfach echt eine Bereicherung ist für die Luft, für die saubere Luft im Fahrzeug, im Wohnmobil. Das macht richtig Spaß und das spürt man sowas von eindeutig. Und ja, da bieten wir das auch gleich an, damit wir das auch gleich mit verbauen. Dann wird natürlich noch alles schön beschriftet, damit der Kunde auch weiß, wo welche Sicherung ist. Ups, jetzt ist wieder mein komischer Gimbal hier abgestürzt. Und dann, ja, dann ist das Auto auch schon wieder fertig. Da waren wir heute echt fleißig dran. Und dann haben wir den Hümer auch schon wieder verarztet. Und ja, morgen kommt der nächste. Da machen wir dann wieder weiter. Und hier haben wir dann auch alles. Wir müssen dann nur noch diese ganzen Magnetkontakte anlernen und dementsprechend eininstallieren, was aber gar nicht mehr groß dann das ins Gewicht fällt. Das ist dann gleich gemacht. Die muss man bloß darauf achten, dass man die natürlich auch richtig montiert an die Fenster und Türen, damit es auch wirklich alles funktioniert. Jo, bis daher haben wir dann das Auto fertig und
Morgen haben wir noch einen Tageskunden. Da bauen wir auch einen Hauptschalter mit einem Lithium-Akku ein. Und dann haben wir noch einen Kunden, wo die Truma defekt ist. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Und ja, das wird noch ein schöner Freitag. Viel zu tun. Nächste Woche haben wir ein tolles Projekt mit viel Solar und Wechselrichter und allem drum und dran. Und da hole ich euch natürlich auch wieder zu. Und da, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ein wunderschönes, schon mal sehr sonniges Wochenende und bleibt alle gesund. Wenn es euch gefallen hat, mal ein kurzes, knappes Video, freue ich mich natürlich über ein Like sowieso und über ein Abonnement freue ich mich natürlich auch immer. Und zu guter Letzt, schaut mal, wer wieder da ist, habt wieder Besuch bekommen bei uns. Der Camper Tobi, der ist auch wieder da. Schau, da sitzt er in aller Ruhe. Bis bald, macht's gut, ciao, ciao.